Ah, wie süß. Also, süß ist dahingelegt, aber finde ich krass, dass das die Mechanik hat, dass Dorfbewohner, die unzufrieden sind, mehr trinken und deswegen aggressiv werden können. Hallo Sturmtochter. Können Sie sich einfach eine Milchschnitte, weiß Pia nicht, dass da Alkohol drin ist, in der Milchschnitte? Ah, scheiße, SpongeBob, das ist scheiße. Jetzt haben wir einen riesigen See. Ach, ich hatte jetzt auf eine andere Karte geklickt, ne? Das ist ein bisschen viel Wasser gerade. Das sind irgendwie 30 Seen. Was soll ich mit 30 Seen? Wie groß sind denn die Karten per See? Ah, ich wollte die ein. Wir müssen sowieso noch mal raus. Ich muss die Einstellung. Ich wollte ja die Einstellungen noch mal umsetzen und Wildtiere runtersetzen, weil mir das ein bisschen zu viel an Wildtieren war. Das wollte ich. Das müssen wir noch machen auf jeden Fall. Fischen? Ja, schon. Dankeschön, Buddy, für die 22 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Ordentlich Industrie bauen und hoffen, dass der Klimawandel regelt und nur noch ein See da ist. Oh Gott, Dori. Ich glaube, das ist eine andere Zeit. Da ist der Klimawandel noch ein bisschen weiter weg als jetzt. Stand-up-Paddleboards. Stand-up-Paddleboards für alle Leute. Ah, ich freue mich gleich nochmal neu zu starten. Das Spiel schaut aus wie ein Spiel, in das ich sehr viel Zeit investieren kann und möchte. Du könntest die Gebäude mit Seeblick teurer vermieten. Tourismus ist wieder voll im Kommen. Ihr seid so grausam. Oh. Hallo Klarsichtsfolie. Im Sommer Paddleboards, Herbst bis Frühling Schilder für die Kriege. Seht ihr, ihr seid doch super gut durchgeplant, was das angeht. Dann haben wir ja ähnliche Pläne damit. Das ist doch absolut großartig dann an der Stelle. Ja, ich muss jetzt leider noch mal raus, Spiel. Ich weiß, du wirst mich hassen. Aber ich muss leider einmal noch mal ins Hauptmenü. Und ein paar Sachen umstellen. Ich hätte halt schon gern ein bisschen Wasser. Ich finde die Karte nämlich irgendwie frustrierend, wenn sie gar kein Wasser hat. Also so rein fürs Auge. Ich finde es optisch fürs Auge total schön, wenn man so ein bisschen Wasserfläche hat. Das heißt, ich hätte gern eine Karte mit Wasser und mit Bergen. Tatsächlich. So, neue Siedlung. Genau. Wir wollen erweiterte Einstellungen. Ich möchte schwierige Sachen haben, was das angeht. Aber ich möchte. Ich habe keinen Bock auf die Wildtiere. Und die Plünderer machen wir auf Wegbereiter. So. Eumelhausen. Kartengröße. Groß. Gelände. Haben Alpentäler Seen? Ja, vereinzelt Seen und Wiesen. Da machen wir das. Und dann hoffen wir jetzt einfach mal, dass das klappt. Skip.
Was bedeutet der Pazifistenmodus? Keine Ahnung. Ich habe nicht geguckt. Es hat mich nicht, ich habe mich nicht angesprochen gefühlt von Pazifistenmodus. Was sagt das über mich? Ich weiß es nicht. Dann kommen keine Räuber. Ah. Ich finde Räuber per se eigentlich schon ganz gut, aber mir gehen halt diese Wölfe alle 3 Sekunden auf die Nerven, weil ich halt das Spiel eher, also ich finde die Herausforderung gut, aber ich mag bei solchen Spielen die Herausforderungen in der Form der Ressourcen mehr als in der Form von irgendwelchen Wildtieren, die dich angreifen. Ich finde Räuber ganz gut, aber Tiere sind schon scheiße. Nee, ich finde Tiere und Räuber bei solchen Spielen gut, aber es geht halt, also die Häufigkeit macht es halt kaputt, finde ich. Also für mich die Immersion, was das Spiel angeht. So. Ich finde Wölfe auch toll, aber es ist halt unrealistisch. Es ist absolut unrealistisch, dass Wölfe Menschen angreifen. In Dörfern. Das passiert eigentlich nicht. Wölfe greifen eigentlich, also Wölfe sind halt eigentlich problematisch, weil sie halt Tiere reißen. Also weil sie zum Beispiel die Schafspopulation attackieren oder die Kuhpopulation. Aber Wölfe greifen nur im seltensten Fall Menschen an. Auch in der damaligen Zeit haben Wölfe eher im seltenen Fall Menschen angegriffen. Ja, vielleicht einzelne Leute, die im Wald unterwegs waren. Aber Wölfe laufen eigentlich nicht in ein Dorfzentrum und attackieren 10 Menschen und verbreiten dabei Tollwut. Also die Wahrscheinlichkeit dafür ist sehr gering. Und wenn das alle 3 Monate passiert, dann killt es mir halt die Immersion. Oh, das ist hart, Kira. So. Auch Tollwut sorgt nicht dafür, dass Wölfe in Dörfer laufen. Weil das gerade angesprochen wurde. So. Nein, nicht da. Ja! Wasser! Guckt mal, das ist eine schöne Karte. Hier haben wir ein Golderz. Hier haben wir Vogelnester, whatever. Hier haben wir so eine kleine Wasserstelle. Das sieht doch total süß aus. So, dann sehen wir hier die Fruchtbarkeit. Fruchtbarkeit mit I sehen wir Wasservorkommen. Mit G die Attraktivität, die haben wir gerade noch nicht. Aber wenn wir hier unser Dorf anfangen zu bauen, können wir hier oben unsere Felder bauen, weil das schön fruchtbar ist. Das heißt, ich packe hier irgendwo unser Dorfzentrum mitten in die Bäume rein. Und baue mich dann da so entlang. Und baue dann da drüben quasi die grünen Felder hin. Ja, das ist schön. Das gefällt mir. Aber ein bisschen uneben ist es hier. So, und dann fangen wir direkt damit an, dass wir hier so eine richtige Schneise reinziehen. Einfach einmal hier so alles bitte abreißen, was es hier so an Bäumen gibt. Da kriegen wir auch unendlich viel Holz direkt. Das passt richtig gut. Das passt richtig, richtig gut. Und dann kann ich einen Erkundungspunkt setzen nach hier. Dann gehen dann alle Leute hin. Nee, eigentlich will ich da gar keine. Kann ich das wieder rückgängig machen? Gehen da dann alle hin oder machen das dann nur einzelne? Weil ich muss dann nach unten erkunden. Wohnraumknappheit. Ach echt. Wäre mir gar nicht aufgefallen. Dass wir gerade eine Wohnraumknappheit haben. Absurd. Pro Wegpunkt geht einer los. Okay, dann setze ich da einen Wegpunkt hin und schau mal, ob da einer hinläuft und uns da ein bisschen mehr Sichtbarkeit reinschafft. So. Und dann wollen wir mal hier.
ebne das mal so ein bisschen an. Das ist sehr, sehr schief. Das macht Spaß. Ich liebe das Spiel schon jetzt. Das macht richtig Spaß. So, hier müssen wir dann fischen. Hier kommt der Nahrungsabbau hin. Hier unten, habe ich gesehen, gibt es Ton. Das heißt, wir bauen hier unsere Holzindustrie in diese Richtung und unseren Wohnraum in diese Richtung. Das heißt, ich hätte mein Dorfzentrum eigentlich in diese Richtung drehen sollen. Ich werde nicht nochmal neu starten, weil das Dorfzentrum falsch gedreht ist, oder? Starte ich nochmal neu, weil das Dorfzentrum falsch gedreht ist? Tut mir so leid. Es hört halt nicht mehr auf dann. Das Problem ist, wenn mir sowas einmal auffällt, dann hört es hört nicht mehr auf. Ich sehe das dann durchgehend. Und dann werde ich den gesamten Spielstand, werde ich einfach durchgehend sehen, dass mich das absolut abfuckt, dass dieses Dorfzentrum in die falsche Richtung gedreht ist. Es ist super stupid. Ich weiß auch, dass es super stupid ist. Aber ich kann nicht anders. Also, es. Dankeschön übrigens, Buddy, für die 22 Monate. Und dass du einer Streamerin freiwillig ein Abo schenkst, die sowas tut. Ich glaube, das Dorfzentrum kann man nicht drehen. Nee, es geht darum, ich will halt einfach, dass wenn man, ich will vor dem Dorfzentrum, will ich so einen kleinen Platz haben. Ich habe schon gesehen, dass man Plätze bauen kann. Und dieser Platz soll eingerahmt sein mit Wohnhäusern und nicht mit Holzfällern. Und deswegen muss es in die andere Richtung gedreht sein, damit der Plan aufgeht mit der Richtung, wo die Wohnhäuser hingebaut werden. Das ist die Problematik. Aber die Karte ist hübsch. Die Ladezeiten brauchen ein bisschen. Der Ladescreen ist ja auch hübsch. Ja. So. Hier ist der See. Hier nach unten hin war das Tonding. Jetzt sind direkt an dem See, wo ich bauen wollte, Wolfsbauten. Haben wir die nicht auf extrem selten gestellt? Warum sind die jetzt da? Ich kann doch nicht neu starten. Jetzt nehmen die mir da mein, jetzt nehmen dir da meinen Seeplatz ein.
Wir können alternativ auch hier bauen. Aber hier ist die Fruchtbarkeit nicht so gut wie drüben. Das ist halt der fruchtbarste Ort und genau hier sind die Wölfe. Ups. Oh, das war eindeutig ein Glitch. Ich habe das nicht geklickt. Mein PC hat das gegen meinen Willen gemacht. Wie konnte das passieren? Böser PC. Oh Mann. Jetzt wohnen da gleich die Bären. Oh, please no, ey. Bitte nicht, das wäre echt kritisch. Dankeschön, Levisos. Vielen lieben Dank für den Sub und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Dankeschön. Wie, Friedhof abreißen geht nicht? Wieso geht Friedhof abreißen nicht? Gibt's die Funktion dafür noch nicht? Bei jedem Neustart wird es schwieriger, das wäre so gemein, ey. Das wäre unheilig. Aber die Leichen im Wasser zu vergraben wäre okay, oder wie? Ich bin verwirrt. Das ist okay, Seebestattung. Ja, aber bei der Seebestattung werden die doch nicht im Wasser vergraben. Da schimmeln die vor sich hin. Die saugen sich dann so voll und dann, wenn die sich mit genug Sachen vollgesaugt haben, fangen die an zu treiben. Das ist richtig widerlich. Beim dritten Mal Neustarten spawnt da ein Endermann und du verlierst instant. Es gibt Bonus auf den Fischfang, wenn du die Leichen in den See wirfst. I doubt it. Cool, Lenny. Freut mich sehr, dass das geholfen hat. Aber man schießt doch einen brennenden Pfeil bei der Seebestattung und verbrennt die, oder? Boah, das kommt super krass drauf an, wo, wie, was Seebestattung gemacht wird. Also es gibt unterschiedliche Völker, die Seebestattungen gemacht haben. Aber Seebestattungen wurden halt nicht in Seen gemacht, sondern entweder in krassen, reißenden Flüssen oder im Meer. Aber selten in Seen, weil du auf Dauer, wenn du deine ganzen Leichen in Seen bestattest, dann hast du da keinen See mehr. Ach, siehst du, so wärst du die 30 Seen losgeworden. Naja, die Seen sind ja nicht, sind das Räuber? Nicht, ich wollte gerade schon sagen. Wo ist mein Wasser? Wo ist mein Wasser? Das ist das andere, oder? Nee, das ist das. Doch, das ist das Richtige. Das ist das, wo wir hin wollten. Und da ist jetzt nur ein Wolf da oben. Das ist okay. Ein Wolfslager ist okay da oben. Drei sind ein bisschen viel. Ein Wolfslager ist okay. Und wir wollten das hier bauen.
Aber wir wollten das quasi in diese Richtung bauen. Aber dafür hat das Wasser jetzt keinen Fischding mehr, oder? Das hat jetzt keine Fischfruchtbarkeit mehr gerade. Die Fischfruchtbarkeit ist jetzt beim anderen Wasser. Nee, die ist hier auch weg. Habe ich jetzt einfach nur einen Teich, der mir nichts bringt? Das ist ja super. Doch, ist da, wurde nur nicht angezeigt. Wandeln Fisch, also sind so Fischschwärme etwas, was sich bewegt? So, jetzt können wir entweder hier bauen oder hier drüben. Geht beides, aber ich würde eher hier bauen. Hier haben wir weniger Überraschung. Hier sehen wir ein bisschen mehr, wie sich's dann weiterentwickelt. Gott, ich hoffe, ich hab's nicht verkackt. Okay. Schon. Dankeschön, G-Knight, das ist sehr nett. Das wird schon passen jetzt. Okay, und dann gehen wir. Hallo, Snowmaus. Baut erstmal nur das fertig. Das ist mal das allererste, was wir brauchen. Ich glaube, das Ding ist schon wieder in die falsche Richtung gedreht. Der Wagen steht jetzt hier hin. Das bedeutet, das Ding ist auch darüber gedreht, oder? Aber das wäre zumindest nicht ganz schlimm, weil in die Richtung kann ich das Dorf auch ausbauen. Ist nicht so schlimm wie in diese Richtung. Aber ich glaube, es ist schon wieder falsch. Dabei habe ich extra drauf geachtet. Nee, wir starten jetzt nicht nochmal neu. Man kann bei dem Spiel sehr nah reinzoomen, ja. Mir ist aber nur eine Ader geplatzt am Auge. Lustig, tut nicht weh. Der war ganz gut aus, so. Hallo, Quetzel. Und dann lasst uns vielleicht hier Nahrungsproduktion, Fischerhütte, Sammlerhütte, Jägerhütte. Und hier haben wir ja Wölfe. Was ist denn das Symbol ganz rechts? Das mal hier hin und dann lege ich den Kreis, wo es hinlaufen soll, trotzdem erstmal darüber, damit sie das zerstören. Ach, das sind Jägerfallen. Ah, hallo Sim. I see. So, Dorfzentrum sieht schon mal gut aus. Ach, die Eingänge und Ausgänge. Doch, doch, es ist jetzt in die Richtung gedreht. Perfekt. Dann hat es doch gepasst. Dann habe ich mich nicht beschwert und alles passt. Geil. So, und wir wollen als Lager
einen Stapelplatz haben. Uiuiui. Wir müssen hier ultra viel Ebene begradigen. Es ist alles unfassbar uneben. Mal schauen, dass wir das ein bisschen begradigt bekommen. Und dann wollen wir... Auf jeden Fall brauchen wir einen Brunnen haben. Jawohl. Ach, guckt mal, der hat hier sogar mehr Wasser als drüben. Da geht es sogar bis 65%. Das ist ziemlich solide. Ich warte nur, bis wir das hier ein bisschen begradigt haben. Damit wir dann sehen, wo wir das Final haben. Du Lappen, magst du mal ein bisschen chillen? Dankeschön. Speichern meint ihr, ne? Speichern ergibt auf jeden Fall Sinn. Hat er jetzt gespeichert? Ja. Geil. Und ich kann ja jetzt das hier hinsetzen. Und dann müsste der doch eigentlich diese Wölfe wegpacken. Hoffe ich. Vielleicht klappt das ja sogar. Das wäre mega cool. So. Dann lasst uns hier erstmal, damit wir einen zumindest mal haben, hier erstmal einen Brunnen hinsetzen. Da ist der auch gar nicht so uneffizient. Und dann lasst uns als Lagerstätte... Wie machen wir das jetzt? Hier ist halt super fruchtbar. Hier ist auch super fruchtbar. Hier nach hinten hin nicht. Das heißt, wir können hier nach hinten hin gehen, was unsere Produktion von Sachen angeht. Wir haben nur hier Ton, das sollten wir nicht außer Acht lassen. Aber dann können wir nach hinten hin unsere Lagerplätze packen. Ich muss da ja auch gar nicht so krass aufpassen, in welcher Reihenfolge ich was wie wo platziere. Diesmal, weil man hier auch richtig kurvig bauen kann, das ist echt schön. Aber da ist jetzt der Jäger direkt, ne? Kann der Wolfsbau abgebaut werden? Also kann ich den zerstören? Der macht halt nur die Bäume weg, glaube ich. Ha, jetzt schafft er den nicht. Rettet ihn. Rettet ihn. Leute. Jawohl. Wie baue ich das denn ab? Schicke ich da jetzt einfach alle meine Dorfbewohner hin? Ich schicke gerade meine ganzen Dorfbewohner hin, um das wegzumachen. Ich bin super gespannt, ob das jetzt klappt. Einmal alle rübergeschickt. Ist eine wundervolle... Ja, ist eine wundervolle Gruppen. Dingsterbumster, seht ihr? So. Geil. Hat doch perfekt geklappt. So, dann habe ich hier hinten einen Stellplatz geplant und pack direkt daneben ein Brennholz. Stapler. So, dass wir da mal ein paar Wege drumherum gesetzt haben, dass wir da so ein bisschen Platz dazwischen lassen. Und dann wollen wir hier unseren Brennholzstapler direkt daneben haben. Dann haben sie das schon mal im Auftrag. Und dann können wir nahrungsproduktionstechnisch hier auch direkt... Ja, wobei wir haben jetzt hier unser
unseren Stapelplatz. Unser Nahrungslager müssen wir eigentlich nicht so weit. Ach, ich kann das noch nicht bauen, ne? Ja, wir brauchen erstmal. Wir brauchen erstmal das Ding da drüben. Aber ich kann das hier schon mal darüber verschieben, weil das hier auch eher stört. Und wir können parallel mit Nahrung, weil wir werden die auf jeden Fall auch brauchen, können wir eigentlich hier schon mal so ein erstes Feld ziehen. Das muss ja noch nicht riesig sein, das ist riesig. Aber damit haben wir da schon mal so eine Outline, wo was hinkommt. Die brauchen 100 Jahre, aber das ist ja nicht schlimm. Hier war auf jeden Fall mal was Fischiges. Ah, ist auch schon wieder da. Aber gut. So, und dich setzen wir jetzt hier hin, weil hier in diesem Bereich vom Jagen her gibt es viel mehr geile Sachen zum Jagen als drüben. Wohnraumknappheit, Brennholzknappheit. Ja, ja, ich krieg schon mit, Leute. Ich kann halt nicht schneller, als ich ohnehin schon tue gerade. Also wir arbeiten daran, aber viel schneller wird's halt nicht. Ich bin eh am Arbeiten. Ich bin am Rackern. Wir haben hier auch überall Ressourcen, die weggemacht werden müssen. Aber wir versuchen gerade auch noch so ein bisschen den Boden zu begradigen, weil es ist halt so hardcore abfallend, dass halt anders wild ist einfach. Es ist wirklich anders wild gerade. Ist krass. Hey du Lappen, ich habe dich jetzt schon mal darum gebeten, dass du deinem Namen nicht alle Ehre machst. Bemühe dich bitte noch mehr. Dankeschön, Bratkartoffer, für die 13 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, das ist super nett. Vielen lieben Dank. Es gibt auch Militär, jawohl. Aber das ist noch nichts, worüber wir uns jetzt Sorgen machen. Finde die UI ein bisschen arg klein. Ich finde das so angenehm, dass die nicht größer ist, um ehrlich zu sein. Ich finde die großartig. Ich kann mich aber, was sich hier halt eigentlich ganz kurz anbietet, ich weiß gar nicht, warum ich nicht auf die Idee gekommen bin, das zu machen. Ich könnte mich hier hinsetzen. Hallo Holla, guten Morgen. Weil ihr seht, von der Perspektive seht ihr, was wir eigentlich machen. Ich weiß gar nicht, warum ich nicht vorher auf die Idee gekommen bin, das zu machen. So. Aber es hat auch niemand sich beschwert, ne? Also, hallo Schnecktor. Hallo Dagorgen. Hallo ihr Lieben, einen wunderschönen. Na, sieht doch gut aus eigentlich gerade. Die sind halt alle immer noch unzufrieden, aber das können wir auch nicht verhindern gerade, um ehrlich zu sein. Bevor wir dieses Lager nicht fertig haben, kriege ich nämlich auch das Nahrungslager nicht fertig. Also ich kann das Lager eigentlich priorisieren. Das wäre wichtig, weil dann können wir das andere, kriegen wir das andere schneller geregelt, aber wo ist denn mein Jäger? Mach mal das Wildschwein weg, bitte. Es gibt auch gut Essen. Haha, Jackie. Klar sind die unzufrieden, müssen ja was tun für Essen. Gratis-Mentalität und so. Oh. Lindner ist schon als genereller gesellschaftlicher Witz etabliert, ne? Digga, ein Wildschwein ist kein Raubtier. Aber krassen Aim, den er hat. So. Wir sind am Begradigen und wir wollen auf jeden Fall hier noch ein bisschen mehr ebnen. Es wird langsam. Stückchenweise ebnen wir das an. So. Jetzt haben wir das Ding da geschafft. Das heißt, wir können jetzt, jawohl,
den Rübenkeller bauen. Und den würde ich, wenn ich jetzt hier so die Wege ansetze, also einmal will ich hier um dieses Gebiet herum einfach einen Weg haben, weil das, finde ich, einfach ja so ein bisschen übersichtlicher ist, wenn das so verläuft. Und hier haben wir auch schon einen Weg und den können wir einfach hier so verbinden. Ja. Wie reiße ich einen Weg wieder ab? Gibt es... Ah, das mache ich so, okay. Gibt es da auch irgendwie einen angenehmeren Weg, das abzureißen? Es macht halt so... nicht so die schönen Weglösungen. Ja, wobei... Schaut halt auch natürlich aus, dass es nicht so gerade verläuft. Ist eigentlich gar nicht so schlecht. So, und dann wollen wir hier den Rübenkeller hinpacken. Der bietet sich da nämlich als Lagerding eigentlich ganz gut an und ist dann auch sehr nah und effizient. Ich finde diese runden Wege auch richtig hübsch. Dieser Brunnen ist versiegelt. Bau mehr Brunnen oder verbessere sie, um die Wasserkapazität und Abfüllrate zu erhöhen. Baumbewuchs in der Nähe von Brunnen kann zur Verbesserung des Grundwasserspiegels beitragen. Digga, du bist literally in einem... Also... Hä? Okay. Offensichtlich sind da nicht genug Bäume. Ist das jetzt positiv? Ach so, das ist die Mindestentfernung, die das haben möchte. Haben wir da oben auch eine Möglichkeit für einen guten Brunnen? Ja, zumindest ist es nicht ganz schlecht. Aber hier einen Brunnen haben ist eigentlich auch eine ganz gute Investition eigentlich, weil oben kommt ja auch ganz viel so Lagersachen, die dann, das wird da auch mit aufgebraucht auf jeden Fall. So, und dann begradigen wir hier weiter. Es wird langsam mit der Begradigung, also stückchenweise kriegen wir hier so einen smootheren Weg hin. Mal schauen, wie lange es brauchen wird. Hallo Luzi. Aber dann lass den vielleicht eher auf diese Seite bauen. Finde ich ihn da vielleicht besser. Heidelbeerbusch. Bauen sie ab, Kinders. So, und dann kann ich dich, damit du nicht so im Weg stehst, hier hinstellen. So, das Lager ist auch bald durch. Wie sieht's denn hier mit dem Feld aus eigentlich? Oh, das wird noch Ewigkeiten brauchen, bis das Feld durch ist. Aber dann lasst uns doch vielleicht jetzt erstmal um die Wohnhäuser kümmern. Weil die werden wir auf jeden Fall brauchen. Dann versuche ich mich wirklich mal ein bisschen daran, hier ein bisschen asymmetrischer zu bauen und nicht wieder in meinen Anno-Dingsterbumster zu verfallen.
Aber das fällt mir sehr schwer. Das fällt mir sehr, sehr schwer. Aber dass wir hier so ein bisschen eine Asymmetrie reinbekommen, wäre auf jeden Fall ganz hübsch. So, und dann können wir nämlich hier eigentlich... Die Dorfbewohner brauchen wahrscheinlich selber auch einen Brunnen, oder? Es wird wahrscheinlich nicht wehtun, wenn die Dorfbewohner selber auch einmal noch hier so einen Brunnen dran bekommen. Ja. Dachte ich mir. Ach, dafür brauche ich ein Gold. Ja, das kann ich mir noch nicht leisten. Haha. Deko-Elemente. Lol. What a joke. Wir arbeiten jetzt ein bisschen an der Asymmetrie. Ich tue mir sehr schwer mit der Asymmetrie, aber ich finde sie eigentlich sehr hübsch. Deswegen versuche ich mich daran jetzt auch ein bisschen und schauen, dass es trotzdem halt hübsch aussieht, auch wenn es ein bisschen asymmetrisch ist. So. Kriegen wir so einen kleinen Weg rein. Und dann wollen wir hier nahrungsproduktionstechnisch eine Fischerhütte haben. Gelände zu steil. Na moin. Dann schauen wir mal, ob wir hier das Gelände ein bisschen geebnet bekommen. Das wäre sehr cool für eine Fischerhütte. Und das will ich eigentlich priorisieren. Ich weiß nur gerade noch nicht, ob wir schon genug Steine zum Abbau markiert haben, damit das klappt. Das könnte nämlich das Problem sein, dass wir noch nicht genug Steine haben. Was ist das Rufzeichen hier? Ja, die Wohnraumknappheit. Ja, Wohnraumknappheit. Ich hab's im Blick. Ich sehe es, ich sehe euer Leid und eure Probleme. Ich sehe sie und ich ignoriere sie. Das heißt, es bringt nichts effizient, wenn ihr euch beschwert, weil ich mich entschieden habe, euch zu ignorieren. Deswegen, ich muss mal eine Sekunde AFK, Leute. Ich bin gleich wieder da. Es tut mir super leid. Ich muss mir nur ganz kurz wegen meinem Pferd was anhören. Steffi hat mir da was geschickt. Ich bin in einer Sekunde wieder da. Lauft nicht weg. Gebt mir eine Sekunde.